Herzlich willkommen zurück zu Anstoß 3. Ja, wir sind immer noch bei der SG Sonnenhof Groß-Asbach. Die Werte Kondition und Frische sind dermaßen im Keller, weil der gute Let's Player Jollum keine Lust hat, sich hier mit dem Training auseinanderzusetzen. Gesagt hat, hier, Co-Trainer, mach das. Co-Trainer hat gemacht und es war Grütze. Okay, jetzt würde er hier versuchen, dem Ganzen wieder ein bisschen entgegenzuwirken. Machen wir es folgendermaßen. Ich denke mal, ich habe da vieles verschlimmbessert mit meinen Sachen, die ich gemacht habe. Und dann lasse ich jetzt dann nochmal den Co-Trainer fixen. Und ansonsten habe ich mir Trainingswochen runtergeladen aus dem Internet. Es gibt zum einen Cheat-Trainingswochen, die möchte ich aber nicht nehmen. Und dann gibt es davon abgewandelt, also die nutzen irgendwie einen Bug aus, dass... Und man hat immer perfekte Konditions- und frische Werte, das ist ja langweilig. Es gibt aber auch noch eine Trainingswoche, die auch daraus kommt, aber ist leicht abgewandelt und soll entschärft sein. Inwieweit das besser ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, mit Training habe ich mich nie groß auseinandergesetzt. Aber das werde ich, wenn es dann nach dieser, in dieser Saison nicht besser wird, werde ich diese dann nehmen. Wie gesagt, so macht es ja eigentlich auch dann keinen Sinn, wenn das Team die komplett schlechte Werte hat. Ich könnte natürlich jetzt auch versuchen, mich hier reinzufuchsen, aber... Wie gesagt, Zeit ist halt derzeit nicht so die verfügbare Ressource. Deswegen muss das so gehen. Ich lasse es jetzt nochmal den Co-Trainer für diese Saison machen und ansonsten muss ich dann halt die alternativen Trainingswochen nehmen. Ich betone aber nochmal, das sind dann nicht die Cheat-Trainingswochen. So, dann Spielfeld muss unbedingt gemacht werden. Spieler auf die Transferliste gesetzt, habe ich gemacht. Und dann würde ich sagen, geht es direkt weiter. Marius Gersberg, ein neuer Torhüter, Stärke 5. Jung, kleines Talent, kleines Gehalt. Das ist genau der Spieler, den wir brauchen. 5 Jahre, junge Spieler mögen keine langen Verträge. Deswegen machen wir 2 Jahre, das ist ihm auch schon zu schlecht. Weil die Auflaufprämie, gut, wir sind auch überall drunter. Osnabrück möchte ihn gerne behalten. Wackerburghausen ist auch noch im Rennen. Aber gut, selbst das ist eigentlich machbar. Ist halt auch die Frage, ob er dann direkt Stammspieler werden würde. Je nachdem, wie er aufgewertet wird. Spekulieren wir mal, dass er dann Stärke 6 hat in der nächsten Saison. Osnabrück und Burghausen sind da auch fleißig am Mitbieten. Jetzt ist dann bald der Punkt, wo es sich nicht mehr lohnt. Das war jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu viel Auflaufprämie. Der Spieler ist aber unser. Champions League ist hier bald vorbei. Oh, das ist eine echt knappe Gruppe. Hier ist am letzten Spieltag noch alles drin. Nur noch 63% Vorstandsvertrauen. Also ich denke mal, das hier ist gelaufen. Ja, ich mache jetzt einen für den Stärksten. Wir sehen, hier sind sogar schon ein paar Hanteln verschwunden. Und die sind einfach noch nicht aufgestellt. Und wir sind schlechter. Oh, wir haben jetzt auch nicht mehr mit dem Aufstiegskader. Spielen auswärts beim VfB Stuttgart 2, die wurden gut aufgewertet. Das heißt, wir spielen normal, machen das Pressing aus und gehen dann hier auch wieder ein bisschen runter. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir uns im Gazi-Stadion auf der Waldau dann schlagen. Wäre jetzt nett, wenn der erste Angriff nicht mal reingeht, so wie es in den letzten Spielen der Fall war. Aber wir haben ja einen guten Torhüter mit Proll. Und der nächste Angriff. Wird schon wieder ein bisschen länger. Hier oben sehen wir ein ausgeglichenes ausgeglichene Chancen derzeit. Wobei es hier ja nur als Chance gewertet wird, wenn es dann auch einen Torschuss gibt. An der 5-Meter-Linie nimmt er den Ball an, das ist nicht gut. Aber Leist passt auf. Der ist jetzt häufig dabei mit richtig guten Aktionen, muss man sagen.
Gelb für Peric nach einem absichtlichen Handspiel. Und bisher läuft es doch gut. Wir liegen nicht hinten, haben aber auch wieder nicht viel nach vorne gemacht, was nicht leistet. Eigentlich hat er doch ganz gut gespielt. Machen wir kontrolliert offensiv. Das machen wir später. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sagen soll, sagen sollte. Und wir kriegen einen Eckball von der linken Seite. Aber Wolken passt auf, schade. Ah, gelb für Kai Gehring nach einem Foulspiel. Und da ist jetzt das Tor tatsächlich. Schade. Marvin Wanicek macht den Treffer. Bringen wir nochmal einen mehr oder weniger frischen Stürmer. Und ja, ansonsten wüsste ich nicht, wie man noch groß bringen könnte. Wir könnten ein bisschen umstellen, dass wir hier auf zwei offensive Mittelfeldspieler gehen. Oh, das ist natürlich noch perfekt. Dann können wir Osei Quattro bringen. Und eine 4,4. Das ist nicht wirklich schön. Brechstange. Volle Bulle. Schießt aus allen. Offener Schlagauftausch. 150% Einsatz, den habe ich vergessen hochzustellen. Kommt aber wieder die Stuttgarter. Natürlich klar, jetzt ist natürlich offen, aber er macht das super, unser Torhüter. Hält den Ball, leitet gleich den Angriff ein. Und macht den Ausgleich. So, jetzt wieder Taktik. Aschauer macht den Ausgleich fantastisch. Kontrolliert offensiv, 150% Einsatz kann bleiben. Nix. Hier müssen wir wieder runtersetzen. Können wir ruhig im gelben Bereich bleiben. Perfekt. Und wehe, die machen jetzt direkt den Ausgleich, wieder die Führung. Dann geht doch. So, können wir noch den Lucky Punch setzen? Noch 3, 2, 1 und wieder ein Unentschieden. Also Unentschieden gegen den VfB Stuttgart. 27 Punkte sind nur 5 Punkte auf Waldhof Mannheim und wir haben jetzt schon länger nicht mehr gewonnen. Wacker Burghausen hätte uns gern diesen Tabellenletzter. Das können wir vergessen oder können die vergessen. Gibt's nicht. Ich würde mich gern über die Saison retten. So, wir haben Torhüter verpflichtet. Na gut, Jelde können wir auch mal draufsetzen. Finne von Heidenheim. Uiuiui, aber... 160.000. Und da ist es jetzt auch nicht so wesentlich besser. Ich weiß, ich wiederhole mich. Eigentlich haben wir halt einen ganz guten Kader. Das Problem ist nur, die Spieler sind so außer Form. Okay, als nächstes geht's gegen Wien Wiesbaden. Ja, wissen wir doch. Gegen Wien Wiesbaden. Genau. Weiter, Damaschek wird nach Münster gehen, zu den Preußen. Na, werden wir uns doch sicherlich irgendwie einig werden. Ja, 295.000, die können wir gut gebrauchen. Real Madrid gewinnt den europäischen Supercup gegen den FC Sevilla mit 4:2. DFB-Pokal war auch härter, unterliegt Borussia Mönchengladbach 0-1, Hoffenheim Leverkusen 1-2, Bochum schlägt Mainz mit 2-0 und Dresden gewinnt in Wolfsburg mit 1-0.
Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich Bochum gegen Leverkusen und Gladbach gegen Dresden, also jeweils wieder erste und zweite Liga. Dresden muss schon wieder auswärts ran. Mal gucken, vielleicht können sie ja auch Gladbach schlagen. Wir sind davon ab, ganz woanders, haben mit anderen Problemen zu kämpfen. Spielen jetzt gegen Wien-Wiesbaden, das ist wieder sehr ausgeglichen. Wir spielen zu Hause. Ich lasse Pressing mal weg. Dafür brauche ich eigentlich auch nur Kondition. Wir machen die hier ein bisschen höher. Starten dann mal das Spiel. Muss ich irgendwas sagen? Das Spiel heute muss ein, ich betone, richtungweisendes Spiel für unseren Verein werden. Dabei geht es nicht um drei, nein, es geht um volle 6 Punkte. Jawoll. Ja, Motivationsfähigkeit lässt noch zu wünschen übrig. Immerhin ist der Rasen gut und wir brauchen dringend mal wieder einen Sieg. Für die Tabelle und natürlich auch für den Vorstand. Okay, da ist das Textfeld zu klein. SVW in Wiesbaden und Schnellbacher sind doch ganz schön lange Namen. Aber wieder Leist, der für uns rettet. Ja, sieht sich Funk gegenüber. Das ist natürlich interessant. Einwurf für Wien Wiesbaden. Ja. Sonst ist Broll immer so zuverlässig. Jetzt macht er halt, zögert halt mal. Dann ist der Ball drin. Patrick Funk macht den Treffer. Und wir liegen endlich mal wieder hinten. Irgendwie jedes Spiel, dass wir das 0-1 kassieren und... Und dann klappt es entweder mit dem Ausgleich oder es klappt nicht. Ja, hinten die Defensive spielt gut. Vorne ist Mist. Wir machen das jetzt mal an. Bisschen mehr Einsatz. Also wie gesagt, aufgrund der Werte denke ich halt, dass wir in Großasbach nicht so viel machen können oder nicht mehr so viel erreichen können. Das tut mir auch sehr leid. Ja, jetzt ist das Spiel eigentlich schon fast gelaufen. Wir liegen 2-0 hinten. Was wir jetzt halt noch versuchen können, dass wir jetzt halt... Machen wir es jetzt schon. Offener Schlagabtausch. Bringen wir Röttger, bringen wir Röser. Was soll's? Oh, das sieht sehr nach einer Heimniederlage aus. 0-2 gegen Wien Wiesbaden. Keine Chance rausgespielt. Ja. Das Team ist halt komplett außer Form. Ich brauche jetzt eigentlich auch nicht mehr nach Neuzugängen suchen. Äh, 58%. Das ist dann in Großasbach dann bald vorbei. Ja. Woran liegt's? Halt daran. Ja. Krisensitzung. Schlechte Konditions- und schlechte frische Werte. Negativspirale. So. Bayern München und Paris Saint-Germain sind weitergekommen. Hier sieht's so aus. Leverkusen hat's noch geschafft. Am letzten Spieltag. Dann das Unentschieden gegen Arsenal hat gereicht. Und Dortmund ist raus.
Das sind die Begegnungen im Viertelfinale der Champions League und das sind die Begegnungen im Viertelfinale der Europa League. Hier ist keine deutsche Mannschaft mehr mit dabei. Manchmal hilft das. Ich nehme jetzt die motivierten Spieler mit. Nee, vergesst es. Das ist zu schlecht. Das ist zu schlecht. So, warum wird hier ein Aschauer aufgestellt, wenn man noch einen Röse aufstellen könnte? 24, 26, das ist echt Katastrophe. Das macht da auch keinen Unterschied mehr. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, wenn sowas im Let's Play passiert, aber naja. Okay. Es kann ja nicht immer rund laufen. Es kann ja nicht immer rund laufen, dass es funktionieren kann. Haben wir ja dann in der Season 1 gesehen, gegen Osnabrück. Mit Osnabrück. Nicht gegen Osnabrück, sondern mit Osnabrück. Wie gesagt, Groß Asbach, das sind jetzt die letzten Züge hier. Mal gucken, ob wir diese Folge entlassen werden. Wobei, es ist ja, muss aufwärts gehen. Das heißt, nach dem Spiel werden wir noch nicht gefeuert. Ja, nimmt den Ball perfekt an, präzise Flanke in den Strafraum, kein Abseits. Hier ist der Kompleist und dann ist der Ball wahrscheinlich drin. Nein, Roll hat den Ball, sehr gut. Gelb für Kai Gehring wegen Schiedsrichterbeteiligung, das muss ja nun wirklich nicht sein. Und wir kriegen einen direkten Freistoß aus 17 Metern. Das ist Mittelstürmerposition. Fast schon ein Geschenk. Ah, aber Lerch kann den Ball gerade noch so um den Pfosten lenken. Schade. So eine Führung, das wäre doch mal wieder was. Nächster Versuch, wieder eine Ecke. Okay, ein letzter verzweifelter Versuch da am Ende. Aber wir haben Aktionen, das ist schön. Dann wieder ein langer Textblock und es geht wieder Richtung Mittellinie. Aber übers Tor. Schade. Aber ne? Es sind spielerische Aktionen. Und wieder kommen wir über Schmidt. Knapp daneben. Und jetzt könnte doch bald mal auch mal einer reingehen. Gefällt mir gut bisher. Endlich mal wieder so ein bisschen was Hoffnung macht. Halbzeit. Aber da kann man drauf aufbauen. Auch wenn hier wieder 4,0er dabei sind. Wir können ja Beuth mal loben. Der war ja nicht so motiviert. Ich lasse das nochmal so. Ja, das geht doch. Genau so weitermachen. Genau, und irgendwann muss er dann reingehen. Ja, auch wenn wir drei Chancen hier gegen uns haben. Und jetzt kommt Regensburg. Aber die können auch nichts draus machen. 60. Minute. Wir werden mutiger. Wir gehen ein bisschen mehr auf Einsatz und auf kontrolliert offensiv. Und ein bisschen offensiver. Bringt uns aktuell nichts. Es kommt noch keine Chance in dieser Halbzeit passiert. Röser spielt nicht gut. Für ihn kommt Aschauer. Und Osei Quadwo auch nicht so gut. Heute mal in der Startelf. Dafür wird Binakay rübergehen. Ballas geht rüber. Und Krause ins defensive Mittelfeld. Leist hat einen Wadenkrampf. Den werden wir direkt rausnehmen. Unser Innenverteidiger. Hoffmann wird kommen.
Ecke für Regensburg. Und Hoffmann kann sich hier gleich auszeichnen. Da haben wir Glück gehabt. Und da nicht mehr. 82. Minute, wir kassieren das Tor. Nee. Das kann doch wieder alles nicht wahr sein. Ist egal. Oh, das ist bitter. Wir haben echt gut gespielt diesmal. Viele Chancen in der ersten Halbzeit gehabt, viele Chancen vergeben. 4 Chancen hatten wir schon lange nicht mehr in einem Spiel. Eine 4 ging so, hatten wir auch lange nicht mehr. Also es geht wieder bergauf, in der Tabelle geht es aber bergab. Und das ist halt das, was das Präsidium interessiert. Sogar ein Spieler in der 11 des Tages. Ja, und gegen Wacker Burghausen, denke ich mal, ist dann auch das letzte Spiel. Das schaffen wir allerdings nicht mehr in dieser Folge. Also nächste Folge werden wir dann gegen Wacker Burghausen spielen. Das wird, denke ich, das Spiel um unseren Job sein. Könnten wir sogar gewinnen. Aber ich denke mal, über kurz oder lang werden wir in der nächsten Folge entlassen werden. Mal gucken, wo es uns dann hin verschlägt. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Durchhalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.